Eislaufen auf dem Mittelmeer. Wie soll das bitte gehen? Ganz einfach, indem man eine schwimmende Eisfläche hat. Eine Attraktion des größten Kreuzfahrtschiffes der Welt. Während die Passagiere oben auf dem Deck in der Sonne brutzeln, schnürt Vanessa Bauer ein paar Etagen tiefer die Schlittschuhe. Sie ist die Eisprinzessin. 9-mal pro Woche zeigt sie, was sie drauf hat. Das Eis und die Kufen sind ihr Leben. Seit sie denken kann, steht die Berlinerin Vanessa Bauer auf Schlittschuhen. Als Profi hat sie jetzt ihren Traumjob gefunden. Sie ist Darstellerin in einer täglichen Eisshow. Ihr Arbeitsplatz das Mittelmeer, denn ihre Eisfläche schwimmt auf dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt. Auf jeden Fall, jede Show ist eine Herausforderung. Aber es macht Spaß, man bekommt ein tolles Feedback vom Publikum und ja, dafür macht man das. Erst seit 3 Wochen arbeitet die Berlinerin auf dem Kreuzfahrtschiff. Davor wurde die Show 6 Wochen lang in einer Halle in Los Angeles geprobt. Durch Erfolge als Amateurläuferin konnte die 20-Jährige nun ins Profigeschäft wechseln. Der Vertrag mit der amerikanischen Reederei läuft jetzt erst mal 6 Monate. Es ist auf jeden Fall außergewöhnlich, auf einem Schiff zu trainieren, denn es ist ja was ganz anderes als auf dem Land Eis zu laufen. Das Schiff wackelt manchmal. Ja, es ist aber schön, in den schönsten Orten von Europa zu trainieren, Eis zu laufen. Was ganz Besonderes. Hinter den Kulissen des Mega-Kreuzfahrtschiffes. Rund 2200 Menschen arbeiten für die mehr als 6000 Gäste. Vanessa Bauer lebt jetzt in einer Crewkabine im Inneren des Schiffes. Hier unten gibt es kaum Tageslicht. Alles längst nicht so schick wie der Bereich für die Passagiere. Wir sind gerade in der Crew Alley. Das bedeutet, hier wohnen alle, die auf dem Schiff arbeiten. Und hier leben wir sozusagen. Oben leben die Gäste. Zum Essen geht es in die Crewkantine. Mit rund 60 Nationen lebt die 20-Jährige hier zusammen. Heimweh hat sie noch nicht. Ich hatte einmal Heimweh, als ich Geburtstag hatte, aber ansonsten habe ich eigentlich kein Heimweh. Also ja, ich bin daran gewöhnt, weit weg zu wohnen, da ich ja auch früher im Internat gelebt habe, auf dem Sportinternat. Und ja, es ist nicht so, dass ich meine Freunde und Familie nicht vermisse. Natürlich vermisse ich sie, aber sie gönnen mir dieses Leben hier und ich bin immer mit ihnen in Kontakt zu Hause und daher geht das alles schon. Mit Passagieren aus aller Welt auf Kreuzfahrt durch das Mittelmeer. Das neue Schiff bricht mit 362 Metern Länge alle Rekorde. Vanessa Bauer darf sich in der Freizeit auch an Bord bewegen. Doch Schlabberlook ist hier tabu. Dazu kommen noch viele andere Regeln. Also natürlich hat man hier auch seine Regeln. Wir dürfen nicht alles machen, was die Gäste dürfen. Das ist natürlich klar, weil wir sind ja hier Angestellte und arbeiten hier. Auf jeden Fall dürfen wir uns hier aber auf dem Pooldeck sonnen und auch die Rutschen benutzen. Was wir nicht dürfen, ist zum Beispiel, natürlich, wenn alles voll ist, dann dürfen wir nicht zu einem Gast gehen und sagen, ja, könnten Sie bitte woanders sich sonnen, weil ich möchte mich hier sonnen. Wir dürfen zum Beispiel auch nicht in die Pools, wenn wir mehr als 5 Leute sind. Das heißt, alleine oder mit einem Freund dürfen wir in den Pool, aber nicht, wenn es mehr sind, weil ja, die Gäste hier auch auf jeden Fall privilegiert sind. Ein freier Nachmittag mit Kollegen in Neapel. Hey. Hi. Also geil. Ein- bis zweimal in der Woche bleibt Zeit für kleine Unternehmungen. Meist ein schneller Kaffee oder ein Eis am Hafen. Denn die Abfahrt zu verpassen, wäre ein Kündigungsgrund. Ich habe am Anfang Angst gehabt, dass ich zu spät komme, dass ich mich verlaufe und dann den Weg nicht mehr zurückfinde und dann zu spät auf Schiff komme. Ich glaube, dann kann man ja gefeuert werden. Am nächsten Mittag, Vanessa muss in einer Parade mitwirken, diesmal ohne Schlittschuhe. Auf diese Art von Unterhaltung stehen besonders die Touristen aus den USA. Die Rolle als Königin der Herzen, genau ihr Ding. Ja, es macht sehr Spaß. Also ich finde es schön, die Königin zu sein. Und ich würde schon immer mal so ein Prinzessinnenkleid anhaben. Und jetzt habe ich das an. Und ja. Im Inneren des Schiffes verbirgt sich das Theater mit der Eisfläche. Hier verbringt die 20-Jährige jeden Tag einige Stunden, denn ohne hartes Training geht es nicht. Mit Partner Tobias Eisenhauer aus Österreich arbeitet sie an den schwierigen Hebefiguren. Ja, ich war davor Eistänzer, also ich war es gewohnt, Mädchen zu heben. Somit ist es nicht so eine große Umstellung. Aber natürlich die ganzen Überkopfhebungen sind natürlich schon eine größere Kraftsache. Aber mit der richtigen Technik ist alles machbar.
Noch wenige Minuten bis zur Show. Neunmal pro Woche steht Vanessa Bauer in der kleinen Eisarena im Rampenlicht. Die Show mit einer Reise ins eisige Paris ist für die Gäste kostenlos. Die Reservierungen sind immer schnell vergriffen. Vanessa liebt nicht nur den Applaus, sondern auch das Leben auf dem Schiff. Für mich war das gar nicht schwer, sich an das Schiffsleben zu gewöhnen, weil ich mir das schon immer erträumt habe. Ich wollte schon immer auf dem Schiff Eis laufen und auf dem Schiff Shows laufen. Und ja, ich habe mich nur darauf gefreut, dass endlich mein Traum in Erfüllung gegangen ist. Und ja, hier sind so viele nette Menschen, die mir das Leben hier auf dem Schiff wirklich leicht machen. Man hat viele Freunde gefunden aus so ziemlich allen Nationalitäten. Und ja, ich liebe es einfach, schöne Kostüme anzuhaben und zur Musik zu tanzen und dann Applaus vom Publikum zu bekommen. Nach der Show ist vor der Show. Nur gut eine Stunde Zeit bleibt der Berlinerin bis zum nächsten Auftritt. In der Eisshow auf dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt.